Hi there und herzlich willkommen zurück zu The American Job. Wieso habe ich jetzt American gesagt? The Italian Job natürlich. Natürlich sind es die Italiener. Warum denn die Amerikaner? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass wir in der letzten Folge London abgeschlossen haben. Moment, London ist ja nicht amerikanisch, das ist ja England. Schade. Ich dachte, ich könnte mich jetzt retten. Auf jeden Fall haben wir heute den 12. Oktober. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Big William einen abgerackert. War nicht so lang die Mission. Mir ist auch aufgefallen, dass wir immer oben eine Zeitanzeige haben, selbst wenn wir jemanden verfolgen müssen. Und so kann man ja ungefähr schon ahnen, wie lang die Mission geht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Turin freigeschalten. Keine Ahnung, wo das liegt, aber wir gehen da jetzt mal hin. So. Well, we've got a Turin. I'm taking the team on a little sightseeing tour. If we're going to get out of here alive, I need to make sure the boys know their way round the place. There's 5 stops in all. Then it's back to the hideout for an early night. Okay. Das hat gerade nicht so wirklich überhaupt irgendwas erklärt. Er hat gesagt, er hat sich das irgendwie angeschaut und wenn wir hier lebend rauskommen, dann werde ich denen irgendwas und ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Irgendwas mit dem Versteck und zurück und hat er uns gerade probiert, die Route zu erklären. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich wieder von A nach B fahren, wie wir es kennen und lieben. Und, ich warte erstmal, bis die Mission anfängt, bevor ich jetzt wieder anfange zu labern. Was erlaube ich mir eigentlich zu reden, bevor nicht das Spiel anfängt? Torino Tours. Ja. Mit so einem scheiß englischen Bus, ja. Ja, ein Kleinwagen, würde ich sagen. Okay. Oh, fuck. Dein Ernst? Na gut, oh Gott, ich hab 8 Minuten Zeit, knapp. Ich gehe mal davon aus, dass ich früher oder später von den Bullen verfolgt werde. Sonst wäre das ja hier zu einfach. Ich meine, das ist Autobahn. Moment, wieso? Kann es sein, dass ich hätte abbiegen müssen? Naja, ich denke mal, wir werden diesen... Wir werden diesen ersten Versuch dafür nehmen, um uns hier mal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Weil ich nicht glaube, dass wir es beim ersten Mal schaffen. Aber passt doch, so ein netter Einstieg. Oder kann es vielleicht sein, dass wir gerade nach Turin fahren? Dass es quasi so eine Überleitungsmission ist? Das wäre ziemlich episch. Mag mir einer vielleicht mal erklären, wieso mein... Da ist es, okay. Ah? Er redet weiter. Er hat dann nur gesagt Control. Ich dachte, der... Okay. Ja. Also hier ist ein Traffic. Was war Traffic nochmal? Also sowas... Traffic. Ich komme gerade nicht drauf. Traffic bei einer Internetseite ist zum Beispiel die Aufrufzahl. Also, da war ein riesen Computerschuppen. Riesen Computer-Serveranlage. Kann es jetzt vielleicht sein, dass wir eine Art Stadtrundfahrt machen? Also, ich glaube, so hieß ja die Mission. Warum? auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, kann mir mal jemand erklären, wieso mein Headset sich beispielsweise immer, wenn ein Tag vorbei ist, sich von 30% auf 29% stellt? Oder wieso meine Tastatur nach 2 Jahren einmal geleuchtet hat, weil ich habe so eine Tastatur. Die soll ja eigentlich im Dunkeln leuchten, so mit blauen Buchstaben, dass alles so blau hat. Aber das hat diese Tastatur bis jetzt nur einmal in 2 Jahren gemacht. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum. So eine Sachen passieren bei mir. Und ich meine, das ist auf der einen Seite gut, weil das dafür sorgt, dass ich immer wieder alles checke. Aber ich finde, das muss auch irgendwo nicht sein. Das finde ich ziemlich komisch, aber gut. We'll have to cross this weir during our escape. Wir müssen das während unserer Flucht überqueren. Ach so, dann wird er wahrscheinlich jetzt so eine Art Übung machen, Generalcheck, so, okay, der Fluss ist da. Wir müssen über den Fluss flüchten. Wenn der Fluss jetzt weg gewesen wäre, dann hätten wir einen Scheiß. Hätte ja sein können, dass sich jemand da hinstellt und mit einem Strohhalm reingeht und den ganzen Fluss leer sorgt. Ne? Also da müssen wir schon mal schauen, dass der Fluss auch noch da ist. Genauso wie die
Internetzentrale da. Die hätte ja auch jemand schon vor uns wegbomben können, ne? Also das Spiel kam ja, keine Ahnung, bestimmt irgendwie 2000 rum raus. Da hätte ja auch Osama vorbeikommen können und hätte das schon in die Luft jagen können, ne? Oder so. Saddam hat ja da auch noch gelebt. Die Mafia? Ich dachte, wir sind die Mafia. Hä? Die Ma... Was? Die Mafia ver... Was zur Hölle, Mann? Ich hab doch gar keine Möglichkeit! Ich hab doch gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen hier! Der rammt mich doch zu Tode! Lösch die Mafia! Wieso die Mafia? Ich dachte, wir sind die Mafia! Was sind wir denn, wenn wir nicht die Mafia sind? Hä? Oder sind wir nur die engländische Mafia und das ist hier die tulianische Mafia? Hat jede Stadt so seine eigene Mafia? Gibt's da auch die Pariser Mafia? Was zur Hölle, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich dachte, ich würde dieses Spiel verstehen. Ich dachte, ich hätte diese Story durchschaut. Ich dachte, ich hätte alle Cliffhanger und Story-Twists schon vor ihnen aufgedeckt. Aber nein, jetzt haben sie mich total überrascht. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind die Mafia. Dabei sind wir einfach nur irgendwelche Typen, die so viel Langeweile haben, dass sie immer irgendwas Dummes mit ihren Autos machen. So, da sind sie dann auch mal weg, ne? Was auch immer das jetzt sollte, aber ist okay. Ich nehme das jetzt mal so hin, dass wir nicht die Mafia sind. Wahrscheinlich leben wir gar nicht. Wahrscheinlich sind das sogar Spielcharaktere. Das sind gar keine realistischen Leute hier, wie sie mir probieren, auf plumpe Art und Weise vorzugaukeln. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich total raus aus diesem Spiel. Ja, sowieso. Hab einen Tag Pause gemacht. Was erlaube ich mir eigentlich? Moment. Ah! Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Geh mal aus der Sicht hier. Oder auch nicht. Ich überfahre dich natürlich gerne. Genau, hier war das. Was auch immer ich hier will. Wo wir... Was ist denn Snatch? Wo wir was schnabrand sind? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wo wir die Einsatzbesprechung machen. Aber wer ist denn wir, wenn wir nicht die Mafia sind? Du und deine komischen Gangster-Freunde da, die so tun, als wären sie irgendwas Besonderes. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Vielleicht spielen wir auch einen anderen. Vielleicht waren das ja... Vielleicht spielen wir jetzt die... Ich würde sagen, vielleicht spielen wir jetzt die Torianer, aber wir haben noch so eine englische Flagge da hinten am Arsch. Wahrscheinlich ist es nur... Tarnung. Oder wir spielen jemanden, der ein Doppelleben führt. Und wir wurden gerade von uns selber verfolgt. Das kann natürlich auch sein. Oder das war eine Übungsmaßnahme. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Es gibt einen Ort... Was? Just one more stop. Es gibt einen Ort, den wir vermeiden sollten, während wir in Turin sind. Und dann blendet er dieses Haus ein, wo oben Polizei steht. Wir sollen... ich hab's vergessen. ich hab's gerade gelesen und hab wieder vergessen. Also wir irgendwas mit Strom. Wir wollen uns den Ort anschauen, wo wir wahrscheinlich Strom zapfen können oder so. Den Ort mit den meisten Stromkosten. Vielleicht das Stadion, das macht sogar Sinn. Das könnte sogar fett hinkommen. Wenn da Fußballspiele stattfinden. Ich wollte gerade sagen, die lassen ja dann den ganzen Tag den Strom an. Nee, aber ich meine, die zeigen ja nicht, oder? Also bei der WM, da gab es ja auch nicht ununterbrochen Spiele. Da gab es zwei Spiele am Abend. Nee, ich glaube, es gab Vormittag auch Spiele. Ich bin mir nicht sicher. Wenn man nur die Deutschen guckt, dann ist es natürlich... Was zur Hölle? Sagen jetzt nicht, ich fahre irgendwie falsch. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Er hat gesagt... Es gibt noch einen Stopp vor dem Versteck. Das heißt, es gibt noch zwei Stopps. Oh Gott, natürlich! Oh, solche Sachen hasse ich immer, die dann nicht eindeutig sind, weil der Pfeil ist halt ein Pfeil, ja? Also, deswegen habe ich so die Karte lieber, so eine GTA-Karte, wo du irgendwo einen gelben Punkt hast und dann so eine gelbe Linie, die dir genau zeigt, wo du langfahren musst. Gut, das ist dann wahrscheinlich für Behinderte. Ja, da ist der Strom, den können wir dann kaputt machen oder so. Keine Ahnung, wenn wir das denn wollen. Ich weiß ja nicht, was wir wollen. Es ist eine schöne Tour. Wir schauen uns an, was wir so in der Stadt kaputt machen können. Ja. Er hat gesagt, that's our short tour for Turin over. Aber da steht noch mehr. Wieso sagst du den Rest nicht? Hast du dich verschluckt? Die Zunge abgebissen? Meine Fresse. Ich meine, Leute, wenn er schon probiert, Story zu machen und Untertitel einfügt, dann sollen die Charaktere doch bitte alles sprechen oder
War da irgendwie die Batterie alle? Vielleicht hatte die Batterie beim Synchronisieren noch Wackelkontakt. Und deswegen hat er nur jeden halben Satz aufgenommen. Natürlich hat man das nicht gecheckt, weil wieso checkt man denn Sachen? Ist ja genauso wie auf YouTube. Wieso denn seine eigenen Videos checken? Auf Pleiten und Pannen? Nein. Man lädt das kaputte Video lieber hoch. Merkt dann durch die Zuschauer, dass was schief gegangen ist. Und dann zieht man es runter und lädt es wieder hoch. Und dann kriegt man von allen Applaus. Dafür, dass man erst Scheiße gebaut hat und das dann bereinigt hat. Warum auch immer. Das war jetzt so klar. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Dieser plötzliche Verlust dieser Mission hat eine mächtige Erektion in ihm ausgelassen. Ausgeführt. Fällt gerade das passende Wort nicht ein. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt ein bisschen schneller fahren, uns vor allem nicht verfahren, die Mafia ein bisschen besser regeln, uns da am Zaun nicht verfahren, dann könnte das was werden. Ich habe ja keine Ahnung, wie weit dieses Versteck von dieser Stromablage entfernt ist. Aber ich glaube, wir hatten jetzt ca. 25 Sekunden noch. Also, wenn wir mehr als 5... Kann es sein, dass ich schon wieder falsch... Ich bin falsch gefahren, ja. Wenn wir mehr als 25 Sekunden Zeit haben, dann gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwas minimal besser gemacht haben. Torino Tours! Torino Tours! Oh, kann ich das nochmal hören? Kann ich das bitte nochmal hören? Torino Tours! Torino Tours! Oh, so toll! So mit voller Begeisterung. Klingt so ein bisschen wie einer aus dem Callcenter oder so eine Alte, die mir irgendwelche Online-Werbung andrehen will. Wenn sie das jetzt sich hier anmelden, ne? Und dann und so und dann können sie 3000 Euro im Monat verdienen. Vor allem, das ist so schlimm. Es gibt so Online-Seiten, da wird immer einem versprochen, dass man das große Geld verdienen kann. Und dann... Ja, das brauchen wir, das haben wir ja schon alles gehört. Und dann, stellen sich die Leute so in so Foren hin und sagen, ja, das ist voller Beschiss, man kann da nicht 5000 Euro im Monat verdienen, sondern vielleicht nur so 400 oder so, wo ich mir dann so denke, ja, aber 400 sind doch auch okay. Ja, also mir würden 400 reichen, dann könnte ich hier 24 Stunden lang aufnehmen, fürs Erste. Weil ich ja keine eigene Wohnung habe. Und 400 Euro als Mietanteil ist in Ordnung. Deswegen kann ich die Leute nicht so verstehen, die sich dann darüber beschweren, weil irgendwie, die wollen dann irgendwie all das große Geld, aber ich wäre schon mit Kleinigkeiten zufrieden, also halt, wenn ich die Miete zahlen könnte. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Villa haben oder so, aber ja, also ich kann die Leute da nicht so wirklich verstehen, aber gut. Aber selbst das mit den 400 Euro klappt nicht. Also es ist vielleicht auch irgendwo beschiss, ich habe keine Ahnung. Aber gut, die Sache ist ja die, ich, wie gesagt, probiere das ja auch. Und da gibt's ja, auf der Seite, wo ich bin, gibt's ja so, also da kann man Werbung klicken. Und da gibt's ja direkte Referrals. Bin ich hier richtig? Ja. Und indirekte, so. Und bei den, indirekten ist es so, dass das ist aber wirklich komisches Wasser, aber gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt so Rückwärtsgang einlegen sollte. Ich fahre einfach mal hier weiter. Bei den indirekten ist es so, dass du die bezahlst dafür, dass die klicken. Dementsprechend musst du die halt bezahlen und monatlich. Und im Endeffekt kommt da meist ein Plus-Minus-Verhältnis raus, weil das Problem ist, dass sie nicht täglich klicken. Wenn die täglich klicken würden, dann würdest du einen Gewinn von 2/3 machen. Habe ich mir alles schon im Kopf ausgerechnet, aber das geht halt nicht. Ah ja, das ist die beschissene Mafia. Ihr solltet jetzt nicht den Rückwärtsgang nehmen, sondern einfach nach links oder nach rechts fahren. Du würdest einen Gewinn von 2/3 machen, aber es geht eben halt nicht, weil sie halt nicht die 2/3 erfüllen. Und das kannst du halt nicht bestimmen. Es gibt also Gerüchte, die behaupten, dass die Leute, die du da bezahlst, gar nicht echte Leute sind, sondern dass sie vom Entwickler sind. Und der Entwickler natürlich nicht möchte, dass du Gewinn machst. Und deswegen halt dafür sorgt, dass du halt keinen Gewinn machst, indem er die Leute, die
angeblich andere Leute sind, nur einmal pro Woche dazu befehligt, auf deine Werbung zu klicken. Also man könnte sich das quasi so vorstellen, dass du kaufst 20 Leute, so. Und diese 20 Leute sind aber nur dieser Entwickler mit 20 verschiedenen Accounts. Und er klickt halt nicht alle durch. So, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Weil der Pfeil ist nicht eindeutig. Und ich habe ja auch keine Straße gesehen, aber da ist eine Straße. Jedenfalls sind das die Indirekten und es gibt aber Direkte. Direkte Leute sind die, die sich durch den Link, den du schickst, bei angemeldet haben. Und dann stehen sie unter deiner Obhut. Und jedes Mal, wenn sie klicken, kriegst du auch was. So, das heißt, so ein normaler Benutzer kann vier, also man hat mehrere Werbungen, aber es gibt nur eine bestimmte Sorte von Werbungen, die mir dann auch hilft, wo ich dann was dran verdiene. Und so ein normaler Typ kann dann viermal so eine Werbung klicken. So, und wenn ich Goldmitglied bin, kriege ich für eine 0,5, nicht, glaube ich, krieg sowieso 0,5. Also auch ohne Goldmitgliedschaft. Bin mir gerade nicht sicher. Also ich würde behaupten, ich krieg 0,5 Dollar. Das heißt 2 Dollar. Nein. 2. Also 0,005. 2 Pfund. Also nicht. 2 Cent. Ich weiß jetzt nicht, was das Centeriöse vom Dollar ist, aber 2 Cent. Dollar Cent. Pfund. Ihr wisst, was ich meine. So, das heißt, ich würde pro Typ. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gut in der Zeit sind. Könnte sein. Ja, bla 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 bla. Natürlich muss ich jetzt einen Rückwärtsgang machen. Also ich würde pro Typ am Tag, der würde 4 Werbungen klicken. Was ungefähr 5 Minuten dauert, allerhöchstens. Würde 2 Cent kriegen. Die Sache ist aber, dass der natürlich auch noch andere Werbung hat und das könnt ihr dann überweisen, aber das nur so am Rande. Also wenn jeder, der sich anmeldet, das machen würde, ja, also dann würde ich pro Person am Tag 2 Cent kriegen. Das hört sich natürlich erstmal wenig an, aber wenn man überlegt, dass man quasi die, ich habe echt gerade keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich eier hier auch wieder mal zu viel rum. Wenn man mal überlegt, dass man 254 Leute hatte, ja, und man sich vorstellt, dass diese 254 Leute sich da angemeldet hätten, ja, dann wären das 254 mal 2 Cent, also dollarisch Cent, ne, also 1 Dollar sind ja, 2 Dollar sind ja 1,5 Euro. Also müsste man mal 1, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das wären dann, ich kann gerade nicht rechnen. Wir machen das in der Werbepause, ich wollte das nur mal so sagen. Das ist dann schon irgendwie so traurig, dass es nicht dahin gekommen ist. Weil das wäre jetzt keine megamäßige Summe gewesen, aber ich hätte schon davon die Miete zahlen können, glaube ich. Und das ist sehr traurig. Das ist vor allem sehr traurig, dass ich diese Abonnentenzahl nicht mehr habe, aber nee, gut, das hatten wir alle schon mal, ja. Es ist jetzt fast ein Jahr her. Ich kann es, ja, 10 Monate, glaube ich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe letztens vor allem, nach 100 Jahren habe ich mal wieder einen Abonnent gekriegt. Abonnent Nummer 17, ja. Und das Erste, was ich natürlich mache, ist schauen, okay, was hat der so, hat der vielleicht selber Videos? Oder wen hat er so abonniert? Das kam ja auch schon mal vor, dass Leute mich abonniert haben und selbige haben dann so Gronkh abonniert, wo ich mich dann so frage. Für die nächsten paar Tage hast du dir so eine Scheiße gemietet, ja? Okay. Ja, das war eine entspannte Mission, auch wenn ich sie verkackt habe. Auch eine ziemlich lange. Auf jeden Fall, da klingelt das Handy. Ja, das, ich finde es sehr, sehr komisch, wenn immer Leute mich abonniert haben und ich dann sehe, dass die auch Leute wie Gronkh und Sarazza abonniert haben, weil ich mich dann so ein bisschen frage, okay, das ist so wie als wenn
als wenn sich jemand mit einer Gruppe über die CDU aufregt und 2 Stunden später steigt er in sein Auto und fährt zur CDU, weißt du? Dass er dann selber Mitglied ist. So dieses... Also es lästert ja keiner mit mir über die anderen, aber ich sehe das irgendwie so ein bisschen so als Bestätigung, dieses Abonnement als Bestätigung dafür, dass das vielleicht irgendeiner nachvollziehen kann, was ich hier sage und vielleicht die ein oder andere Meinung teilt. So, und wenn ich dann sehe, dass Leute mich abonnieren und ich... Also, okay, ja, das ist... Ich weiß, es ist alles weit hergeholt, zu behaupten, dass jeder, der mich abonniert, so denkt wie ich, aber so zum Thema Let's Plays und so, ich find's komisch, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich das sehe, aber gut, kann man ja nicht ändern. Ja, wir machen dann einfach in der nächsten Folge wieder, ich weiß auch nicht, wieso ich gerade wieder so einen Drang dazu habe, über alles zu reden und nicht über Spiel, aber ja, keine Ahnung, ist halt, das Spiel ist halt nicht so, wie sagt man, das, da gibt's nicht viel zu erzählen, wir fahren halt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.